Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal zusammen den Douglas Luxury Edition Adventskalender an. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese wunderschöne Truhe hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die müsste 44,99 € gekostet haben. Wir haben ein wirklich wunderschönes weihnachtliches Design hier drauf und im Prinzip kann man wirklich jetzt jährlich diese Truhen sammeln. Das dürfte jetzt schon die dritte in Folge sein, oder? Ich weiß nicht, ob es davor auch eine gab. Eine davon habe ich mal verschenkt, eine habe ich selber behalten und das ist jetzt die dritte. Ich denke, auch die wird an eine Freundin wahrscheinlich gehen, denn das ist halt auch so für die Mädchen, für die Kinder ganz gut, ne? Du hast nämlich hier so ein Spiegelchen mit am Start. Ja, moin. Hier seht ihr mal so ein bisschen, was ich sehe. Ich sehe Dinge. Dann haben wir hier nämlich so herausnehmbare Inlays, die ich gleich auch der Einfachheit halber rausnehmen werde. Dann kann man das Ganze hier so schön aufklappen und hat dann hier auch so zwei Schubladen drin. Auch die, das kannst du dann halt super als Schubladenbox verwenden, ne? Richtig geil, ich will mit euch reingucken. Für die Optik lassen wir mal die leere Truhe auf Erwin stehen und starten mit der Nummer 1. Die haben wir hier. Hier steht drin Rested Eyes. Keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall Eyepatches und das finde ich super. Die werden auch behalten. Aqua Perfect Skin Focus, ja, Hydrogel, ne? Das sind einfach Augenpatches. Sowas mag ich gerne verwenden und finde ich auch schön, wenn sowas in einem Adventskalender drin ist. Und dieses Mal lassen sich tatsächlich die Kläppchen lösen oder öffnen, ohne dass ich mir einen Finger abreiße. Das ist sehr angenehm. In der Nummer 2 haben wir so Kühl-Wärme-Augen. Pads. Die sind wiederverwendbar. Die kannst du entweder in den Kühlschrank packen oder unter warmes Wasser halten, glaube ich. Und je nachdem, was du gerade brauchst, also wenn du zum Beispiel geschwollene Augen hast, dann kann man sich die am besten kühlen. Und wenn man müde Augen hat, kann man sich die am besten wärmen oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sowas ganz gut. Hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch mit dem Adventskalender. Und hier haben wir auch noch so rosa Glitzer mit drin. Das ist schon hübsch, ne? Letztes Jahr waren die, glaube ich, Goldglitzer. Okay, die Kläppchen lassen sich gut öffnen, die Produkte lassen sich aber schwer entfernen, denn auch mit dabei ist in der Nummer 3 ein Nail and Cuticle Oil. Das ist einfach mit Kokosnussöl, dürfte eine Full Size mit 10 Millilitern sein. Ja, ein Nagel- und Nagelhautöl, finde ich schön, verwende ich gerne, ist eine angenehme Kiste. Hier haben wir die Nummer 4 und ich frage mich tatsächlich auch gerade, ist das ein reiner Adventskalender von Spa-Produkten oder haben wir hier auch dekorative Kosmetik drin? Ich habe hier auf jeden Fall ein Schwämmchen, was sich total super anfühlt. Also wirklich weich. Dürfte dann ja auch, ne? Douglas Eigenmarke führt ja auch Schwämmchen. Da muss ich mal gucken, wie ich die Preise ja auch für euch errechne. Aber das mag ich gerne leiden, das finde ich gut. Schwämmchen verwende ich gerne, um Foundation einzuarbeiten und so, ne? Das ist super. In der Nummer 5 haben wir eine der wirklich beliebten Masken von Douglas. Das ist die Radiance Face Mask, die du nur 3 Minuten drauf lassen musst. 12 Milliliter sind hier drin enthalten und wenn du die verwendest, wirst du wahrscheinlich keine ganzen 12 Milliliter brauchen, was nicht schlimm ist. Einfach die Folie immer vorsichtig öffnen und wenn du es wieder zumachen möchtest, habt ihr mir gegeben den Tipp, einen Bobbypin, also quasi eine Haarnadel hier so reinmachen. Dann hält das auch wieder wie 1, ne? Also ich find's gut. Wow, Nikolaus ist richtig, richtig groß. Nee, hier ist definitiv dekorative Kosmetik drin, Leute. Amazing Eyes Mini 6 Eyeshadows Palette. Also wirklich genial. Muss ich wirklich sagen, ich finde es super. War das nicht letztes Jahr, dass wir die nicht drin hatten oder dass welche drin waren, die wir schon mal drin hatten und dann fanden wir das alle blöd? Daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr so hundertprozentig erinnern. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir hier eine Lidschattenpalette drin haben mit 6 Tönen, die optisch wirklich im Adventsdesign ist. Also Douglas, hallo, das habt ihr gut gemacht. Und wir haben einfach Töne, mit denen du einen schönen Look schminken kannst, sowohl Alltagslooks kannst du damit schminken, als auch ein bisschen abdunkeln mit diesem Pflaumeton, der ein bisschen Schimmer mit dabei hat. Bis auf diesen matten Ton haben alle irgendwie Schimmer mit drin. Also die 4 Töne sind richtig schimmernd. Der Pflaumeton hat einen leichten Schimmer mit bei, ne? Cool. Die Nummer 7 sah allein schon von der Form des Kläppchens. Also witzig. Also entweder hätten wir hier drin ein Dreirad erhalten oder eine Wimpernzange und Douglas hat sich für eine Wimpernzange entschieden und die fühlt sich jetzt nicht so super, super krass hochwertig an, aber sie fühlt sich okay an und eine Wimpernzange kann man wirklich gut gebrauchen. Ich finde das toll. Muss ja auch Luxus hier drin sein, ist ja auch der Luxury Adventskalender. Deswegen sollte die 8 auch machen, dass es kracht. Oh, krachen macht sie jetzt nicht. Das ist ein
Make-up-Removing-Gedönsen, Make-up-Removing-Gentle-B-Face-Eyes-and-Lips, Sensitive-Eyes, sehr gut, habe ich. 30 Milliliter sind hier drin, das ist ein Zwei-Phasen-Produkt, was du vorher schütteln musst. Und dann kannst du damit einfach dein Augen- oder Lippen-Make-up runternehmen. Das finde ich auch sehr passend, weil wir hatten ja schon eine Lidschattenpalette hier drin. Dann auch den Bezug zu Wimpernzange, ne, also Wimperntusche, Mascara in dem Sinne. Und vielleicht haben wir auch noch ein Lippi mit drin, mal schauen. Crazy. Also dieses Jahr werden die Adventskalender-Menschen halt wirklich mutig, weil die packen hier, also in die Adventskalender generell super viele Augenbrauenstifte rein. So dürfen wir uns auch bei diesem Adventskalender in der Nummer 9 über einen Brow Pen freuen. 12 Stunden Micro Stroking Pen in der Farbe 1. Wenn die Farbe 1 hier draufsteht, würde ich jetzt ganz ehrlich vermuten, dass das eine Farbe ist, die mir passt. Also quasi so eine Art aschiges Blond. Es sieht auf jeden Fall relativ passend aus. Oh, das ist so ein Filzstift. Das ist interessant. Den werde ich ausprobieren. Ich werde demnächst. Kommt dann erst im Dezember online sehr wahrscheinlich, weil ich will ja niemanden spoilern. Aber halt so ein Full-Face-Adventskalender-Produkte schminken und da kommt das auf jeden Fall mit rein. In der Nummer 10 darf es dann mit etwas Pflege weitergehen. Süß. Collagen Youth vom Skin Focus Anti-Age Eye Concentrate 4% Marie Collagenol All Skin Types. Und hier sind sage und schreibe 3 Milliliter drin. Aber Leute, nächste Woche fahre ich nach Frankfurt. Ja, Mr. Bauchi und ich machen noch eine kleine Tour zusammen mit Mello Flori und Irina und Katrin von Katrins Welt und so ist auch mit dabei. Und Amelie with Love ist mit dabei. Und ganz, ganz viele wundervolle Instagram-Ladies, die wir auch schon alle auf Corfu kennenlernen durften. Auf jeden Fall ist das super dafür. Ne? Da habe ich 3 Milliliter Augenkonzentrat, das kann ich dann super mitnehmen. Oder ich bin auch gerade dabei, meine Kliniktasche für die Klinik zu packen, denn Mr. Bauchi, der mich gerade echt hart am Treten ist, schlüpft in 6 Wochen ungefähr. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält ein Produkt, was ich gerade... Ich glaube, das ist für die Augen, oder? Kann man damit vielleicht das Eye Concentrate einarbeiten? Maximum Penetration for your Eye Cream. Ja, damit kannst du dann deine Augencreme einarbeiten. Das ist natürlich total cool, dass es hier auch so nacheinander in den Kläppchen drin ist, ne? Das ist nämlich so eine Kugel und sowas habe ich mal von YesStyle auch zugeschickt bekommen, glaube ich. Oder habe ich mir das selber gekauft? Das vibriert halt auch so witzig. Und ja, ist hier so eine Metallkugel. Das finde ich witzig. Das finde ich wirklich witzig. Ich finde, das ist ein tolles Tool. Schreib mir in die Kommentare, findest du das blöd oder findest du das cool? Voll der Reim. Voll der Reim. Nee, ich habe mich geirrt. Nee, man kriegt die Produkte gut raus. Also ich habe jetzt auch gerade nicht zu meiner Nagelfeile greifen müssen. Man muss halt nur oben seinen Finger reinstecken, dann geht das. Ich habe in der 12, in der Halbzeit, Step 1, Douglas Day and Care Nail Polish up to 10 Days drin. In der Farbe 2, Love Me Tender. Und das ist ein Nagellack. Jo, kann man machen, ne? So eine schöne Roséfarbe. Ich glaube, das finden viele cool. Ah, da muss ich jetzt aber tatsächlich mit der Nagelfeile nachhelfen. Da kriege ich die Nummer 13 nicht einfach so raus. Hier haben wir jetzt nämlich das Lippenprodukt drin, über das wir eben schon geredet haben. Das ist Douglas Nude Shine 4 Milliliter. Jo, das wird ein Lipgloss sein. In Nude Shine. Oh mein Gott, diese Reime, Leute, es tut mir manchmal echt leid. Aber manchmal überkommt es mich. Auch das ist eine tragbare Farbe. Es ist nicht dieses klassische Weihnachtsrot oder sonst irgendwas. Das kannst du ganzjährig tragen, finde ich super. In der Nummer 14 finden wir unseren liebsten und hart vermissten Peeling-Handschuh drin. Und ein Gummiband. Gab es übrigens auch noch gratis mit dabei. Das war nämlich drumherum. Ja, sowas kann man auf jeden Fall gebrauchen für den Körper. Da brauchst du kein extra Produkt. Im Gesicht würde ich das jetzt nicht unbedingt anwenden. Also ich, bei mega sensibler Haut und so, ne? Aber ja, so Peeling-Handschuhe, warum nicht? Ich weiß gar nicht genau. Als ich irgendwann hatte Sammy mal so eine Mega-Geschichte, dass ich mir halt einfach 2 Peeling-Handschuhe angezogen habe. Und dann bin ich mal richtig so durch sein Fell durchgewubbelt. Boah, hat er das geliebt. Er hat das richtig genossen. Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Das hat er so hart gefeiert. Wirklich. Also auch Sammy hat schon mal Peeling-Handschuhe aufgebraucht. Joa, in der Nummer 15 haben wir dann jetzt ein Produkt drin. Wenn man das verwenden mag, dann kann man das auch gerne tun. Make-up Removing Micellar Water. Ich verwende sowas nicht. Face and Eyes. Einfach, weil ich eine andere Art von Reinigungsroutine habe. 30 Milliliter sind hier drin enthalten.
Und das kannst du halt nehmen, um dein Gesicht zu reinigen. Mit Micellenwasser würde ich halt auch immer Double Cleansing empfehlen. Also, dass du sowohl Micellenwasser als auch ein weiteres Abschminkprodukt verwendest, was du dann im Nachhinein verwendest. Ne? Aber das sei jedem selber überlassen. Ich persönlich bin halt kein Fan von Micellenwassern, weil meine Haut damit nicht so gut klarkommt. Wahnsinn. In der Nummer 16 haben wir jetzt passend zu dem Lipgloss, den wir ja drin hatten, Lip Liner. Also richtig schön. Und die Douglas Lip Liner sind echt gut. Lip Liner Contour and Reshade Lips in der Farbe 01 Lovely Brown. Und das ist halt auch so ein ganz schöner, klassischer, nudefarbener Ton. Ton halt, ja. Der hier wirklich, wirklich auch einfach gut so passt. Also da hat sich jemand hingesetzt und nachgedacht, Leute. Da kannst du nicht anders sagen. Gut, die Nummer 17, also eine Woche vor Heiligabend, hätte ich persönlich jetzt nicht gebraucht, kommt in den Mono-Lidschatten-Adventskalender. Wir haben ja schon eine Lidschattenpalette mit drin, wo auch ein ähnlicher Ton enthalten ist. Wobei, so einen hellen Ton? Ja doch, dieses Shimmery Champagner haben wir da drin. Hier habe ich nämlich in der Farbe 205 Glorious 1,3 Gramm von einem Mono-Lidschatten von Douglas. Also definitiv auch eine schnelle Geschichte für den Alltag, kann man super schön verwenden. Ich kann mir sogar fast vorstellen, dass wenn das nicht allzu glitzernd sein sollte, dass die ein oder andere Person das sogar als Highlighter verwenden könnte. Ja, aber haben wir drin, finde ich gut. Schönes Produkt, theoretisch. Jetzt kommen wir mal zu der Weihnachtswoche. Oh, und da hat sich Douglas was Schönes überlegt. Wahrscheinlich, weil die auch gerafft haben, dass die Menschen drauf abfahren, wenn man in der Weihnachtswoche ist und erstmal eine schöne Kerze bekommt. Schön. Mit Weihnachtsmarktduft, wahrscheinlich sind das so 25 Gramm. Nee, 30 Gramm hat die Kerze, okay. Berries and Cloth, also Beeren und Handschuhe. Oh mein Gott, riecht das gut. Die finde ich wirklich angenehm, oder? Und wir wissen ja alle, dass die Douglas Home Spa-Geschichten auch gerne angelehnt sind an die Rituals-Produkte. Rituals führt auch solche Kerzen. Rituals hat auch solche Kerzen in den Adventskalendern. Es war nur eine Frage der Zeit, wann Douglas auch endlich Kerzen in die Adventskalender reinpackt. Und ich finde das wirklich schön. In der Nummer 19 haben wir jetzt noch eine weitere Maske, und zwar eine Hydrating Face Mask mit 12 Millilitern. Auch die nur 5 Minuten drauf lassen. Und ja, schön. Ich mag die. Also Douglas hat schöne Gesichtsmasken, die kann man echt gut gebrauchen. Kann ich auch wirklich empfehlen, die dann anzuwenden, wenn sie im Adventskalender drin sind. Ne? Ja. Ein Klassikerprodukt begrüßt uns im 20er-Bereich. Am 20. Dezember erwartet uns Douglas Essential Everyday Hand Lotion mit Aloe Vera und Shea Butter. Da sind 30 Milliliter drin, ne? Und so eine Handcreme, finde ich persönlich, gehört auch irgendwie mit in einen Adventskalender. Einfach weil wir einfach ständig diese Trockenheit haben. Und ich persönlich habe auch im Winter ganz, ganz angegriffene Hände. Da brauche ich richtig reichhaltige Handcreme. Man denkt auch so ein bisschen drüber nach, naja, so ne, Richtung Weihnachten, man stellt den Tannenbaum auf und dann hat man das alles so pieksig und so und dann kommt das gut. Also ich finde es gut. Das war jetzt klar, aber auch wichtig. Denn in der Nummer 21 haben wir von Douglas Red Matte einen Liquid Lipstick drin enthalten. 4 Milliliter sind das. Und das passt natürlich. Wir gehen Richtung Weihnachten, ne? Weihnachten, rote Lippen, Leute, trage ich tatsächlich auch schon im August. Aber ich bin ja auch ein kleiner Freak. Und ich finde es super. Wirklich, wirklich gut. So. Noch so ein flüssiges Ding haben wir jetzt in der 22. Radiance Tonic Lotion. Ach, ist das neu? Cornflower Floral Water. Das ist wahrscheinlich wie so ein Gesichtswasser. Das kenne ich noch gar nicht. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Kann man dann wahrscheinlich wie so eine Art Toner verwenden. Und das finde ich super. Das mag ich gerne leiden. Das werde ich auch mal ausprobieren. Dann kann ich euch auch was dazu erzählen. Dann muss ich halt einfach mal im Vorfeld schauen, was für... Ach, da sind gar nicht so viele Inhaltsstoffe drin, Leute. Das geht vollkommen klar. Wenn ich das so überfliege, kann ich das alles soweit verwenden. Gut, Parfüm ist hier natürlich auch mit drin, ne? Aber ich kann es ja mal ausprobieren. 30 Milliliter. Let's go. Am Tag vor Heiligabend, dem 23. Dezember, dürfen wir unsere Nagelpflege dann auch vervollständigen. Ja, wir haben Nagelöl, womit wir erstmal die Finger pflegen konnten. Dann hatten wir hier, ne? Unser Rosa. Und hier haben wir dann einen Topcoat, damit das Ganze auch schön hält. Up to 10 days soll das dann auch wirklich halten. Und auch da wieder 10 Milliliter drin. Ich verwende immer einen Topcoat, kann das auch nur empfehlen. Das macht alles haltbarer und stoßfester. Ne? Das ist wirklich eine gute Geschichte. Und ja,
Jetzt haben wir hier, einen Tag vor Heiligabend, noch ein bisschen Nagelpflege am Start. Was die Nummer 24 uns zu bieten hat, können wir uns, glaube ich, alle denken, oder? Wir hatten ja schon eine Wimpernzange drin, wir haben eine Lidschattenpalette drin. Und wir haben auch Produkte, um die Augen nachher wieder, also die, das Augen-Make-up abzuschminken drin. Deswegen erwarte ich eine Mascara. Und hier packen die auch normalerweise immer irgendwelche recht neuen Mascaren rein. Und das finde ich sehr, sehr cool. Oh yes, Lashes Extra Volume 36 Stunden Long Lasting Mascara. Das ist interessant. Ja, sowas ist immer eine Full Size und sieht sehr aufregend aus. Muss ich wirklich sagen? Ich muss mal gucken. Also meine Lieblingsmascara, die Douglas jemals rausgebracht hat, ist die Vice Versa. Die finde ich einfach großartig. Hier haben wir ein Gummibürstchen, was tannenbaumförmig aussieht. Lieben wir. Hier ist sehr wenig Produkt dran. Also da bin ich sehr gespannt, wie die dann auf den Wimpern performen wird. Riecht sehr intensiv nach Mascara. Aber sie möchte ausprobiert werden. Sehr, sehr cool. Leute, also 44,99 geht vollkommen klar. Preis habe ich, Wert habe ich euch ja auch mal so ein bisschen ausgerechnet. Du bekommst hier echt gut was für dein Geld. Du hast hier so einen schönen Mix von Pflege und dekorativer Kosmetik. Und ich finde, dass dieser Inhalt von diesem Adventskalender mit der beste ist, den Douglas jemals in seinen Adventskalendern so drin hatte. Also mir gefällt das richtig gut. Ich weiß noch, vor 2 Jahren hatten wir auch so eine Face-Palette mit drin. Die müsste ich auch noch irgendwo haben. Die war auch richtig cool, weil du da halt dann wirklich auch Blush, Bronzer, Highlighter mit bei hattest, ne? Aber so finde ich den Mix echt gelungen. Ich meine, man darf nicht vergessen, ne? Das sind 45 Euro, dann hast du immer mal wieder die Möglichkeit, halt auch bei Douglas so Prozente zu sparen oder Points einzulösen und so. Also ich finde es gut. Kann man sich nicht beschweren. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dann hast du noch diese schöne Schächtelchen, was am Ende überbleibt. Du hast ein Gummiband gratis mit dabei. Ich meine, ne, das ist auch echt krass. Aber ich finde den wirklich gut. Gönnt ihn euch hart. Also ist in der Infobox verlinkt. Ist ein Affiliate-Link, glaube ich sogar. Aber Achtung, dass ihr euch den dann von 2022 holt und nicht den von 2023. 23 wäre sehr witzig. Aber nicht vom letzten Jahr, ne? Weil da haben die, glaube ich, beide aktuell noch online. Das ist jetzt quasi der rote. So, Wahnsinn. Ihr Lieben, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Aber ich bin geflasht. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!